Auf weißem Hintergrund erscheint in Schwarz InArts in einem gelben Rechteck. Bilder von Jugendlichen, die etwas aufführen, laufen im Hintergrund. In weißen oder gelben Buchstaben. InArts ist ein europäisches Projekt des Erasmus-Plus-Programms. Zwei Hauptachsen. Diversität, künstlerische Kreativität. 82 Schüler, 3 Künstler, 11 Partnerorganismen, 3 europäische Treffen, 3 Hauptstädte, 6 Schulen, 30 Lehrer und Begleiter, 4 Sprachen, 300 Probestunden. Der Akzent liegt auf der Betätigung von 82 Schülern, von denen die Hälfte eine Behinderung hat. Der Bildschirm teilt sich in 3 und zeigt 3 Männer, die Künstler zwischen 30 und 50 Jahren sind. Aufenthalte in Rom, Berlin, Paris, um gemeinsam eine Endaufführung am 9. Mai 2019 an der Sorbonne vorzubereiten. Valerio, ein Junge mit blonden Locken, La Parelli-Schule in Rom. Agli alunni che parteciperanno a questo progetto negli anni a venire, direi di valorizzarlo. E perché loro sono fortunati, visto che è una cosa speciale avere scambi con altri ragazzi. Rom, Dezember 2018. Mit dem Kolosseum in der Mitte erstreckt sich Rom unter einem azurblauen Himmel. Ein Obelisk steht in der Mitte des von Kolonnaden umringten Petersplatz. In einem dunklen Raum mit Parkettboden sitzen etwa 30 Jugendliche um eine Theaterbühne herum. An der Wand stehen Regale voller Materialien. Idris, der Mann mit brauner Haut, und eine langhaarige Frau reden. Auf dem Petersplatz schlendern einige Schüler. Einige machen Fotos. Florian Bilbao, der dunkelhaarige Mann in den 40ern, Choreograf. Hallo, ich bin Florian Bilbao, ich bin 39 und ich bin eigentlich in dieses Projekt als Choreograf tätig. Und das heißt, ich arbeite regelmäßig mit denen und dazu in dieses europäische Projekt bin ich Teil des Teams, der diese deutsche Kinder begleitet in Rom. In der Mitte der Bühne bewegt Florian seine Schultern und seine Arme. Um ihn herum laufen die Schüler jeweils zu zweit, der Hintere hat die Hände auf den Schulterblättern des Vorderen. Unter den Händen der hinteren Person bewegen die Vorderen die Schultern und die Arme. Im Stehen führen die Paare die Bewegungen fort. Roberto, der Mann in den 50ern, ist unter ihnen. Und cet oiseau, il apprend plus vite parce qu'il a appris en étant elle. E questo uccello impara più velocemente perché ha già imparato essendo stato ali. E il può commencer a grandir avec les bras. E può iniziare a ingrandire i movimenti con le ali e con le braccia. Die Armbewegungen werden größer. So, wie arbeite ich mit den Kindern? So, wir arbeiten mit diesen zwei Schulen. Der Zäune-Schule hauptsächlich mit blinden Jugendlichen. Und in der Bornheimer Grundschule, 6. Klasse, nicht blind, also sozusagen. Erstmal in das ganze Konzept, in das ganze Jahr wollte ich erstmal ein Semester lang separat arbeiten, nur in der Bornheimer und nur in der Zäune. Und dann der zweite Semester, da sie zusammenarbeiten. Das war erstmal, dass ich jede Gruppe mehr taste, schmecke und spüre, was sie brauchen. Um dann das Ziel, das Ganze ist natürlich, dass die zwei Schulen sich treffen und mit der italienischen Kinder, Jugendlichen und die Franzosen. Und das findet gerade statt für das zweite Mal. Aber für mich nur, ich wollte erstmal separat arbeiten und dann zusammen. Und dann wegen natürlich mit der Zäune-Schule, mit der blinden Kinder. Ich wollte erstmal beobachten, was ist da überhaupt möglich und spüren und ich habe sehr viel, ich lerne immer noch sehr sehr viel von was überhaupt möglich ist. Donc, on va travailler, nous allons travailler sur les empreintes au sol. Maintenant, on va travailler sur les empreintes sur le corps. Une personne va avoir les yeux fermés, l'autre personne va donner 3 différentes empreintes. La personne qui a les yeux fermés, c'est comme une éponge. Elle va prendre les 3 informations et de là, après, la personne va répondre avec son corps comme elle ou il le veut. Florian geht auf ein paar Mädchen zu. Das eine hat die Augen geschlossen. Sie hat 2 lange geflochtene Zöpfe. Florian zieht an einem und geht weiter. Das andere Mädchen lächelt, geht auf ihre Partnerin zu, kneift ihre Wange, hebt ihren Zopf ruckartig an und schüttelt ihre rechte Hand. Roberto steht vor den Kindern auf der Bühne. Er hebt einen Arm. Alle machen ihn nach.
Er streckt den linken Arm seitlich aus und hebt den rechten. Er lässt den rechten fallen und hebt den linken. Wechselt die Arme, streckt den linken seitlich aus, hebt beide Arme. Er geht geradlinig über die Bühne. In kleinen Gruppen machen die Kinder ihm nach. Didier Georges, Direktor der La Grange Belle Schule. Ce qui nous a donné envie de participer au projet, c'est évidemment de permettre à des élèves de partager un moment ensemble, de découvrir deux pays différents et puis aussi d'accueillir évidemment des élèves italiens et des élèves allemands dans le cadre du projet. Après, il y avait aussi la partie artistique qui est extrêmement intéressante et qui met les élèves en émulation autour d'un projet commun qui était hyper motivant. Alors le premier son de violon. Im Sitzkreis der Schüler auf der Bühne reibt Idris mit dem Zeigefinger an einem Luftballon. Er reibt mit vier Fingern. Ein Mädchen mit schmalem Gesicht bläst einen Ballon auf. Rechts von ihr lächelt ein Junge. Sie schaut den Ballon an und bläst erneut. Sie nimmt den Zeigefinger in den Mund und rubbelt am Ballon. Andere Kinder machen das Gleiche. Saverio, ein lächelnder blonder Junge. Falcone e Borsellini Schule Rom. I ragazzi delle altre nazioni sono simpaticissimi e sin dall'inizio, oddio, è tutto così strano, non ho mai frequentato un corso di teatro simile a questo, però poi ci prendi la mano e anche se un po' ti vergogni all'inizio, poi dopo ti lasci andare. Und natürlich schon wieder die Projektion, die man hat, bevor man das tut, sind immer viel größer, als was es ist. Zum Beispiel die Stadt, okay, die haben bestimmt Angst, sich überhaupt zu bewegen in einem Raum, sich überhaupt frei zu bewegen. Und dann kam ich fast zum ersten Workshop und ich sehe einer, der Mustafa, der einfach Skateboard in der ganzen Aula macht. Und ich denke, Mustafa, du hast mir gesagt, du hast 1% und 2% bei jeder Auge. Wie geht das? Und dann ich, ja, kein Problem, guck mal, die Linie da ist kontrastvoll, kontrastreich, das schaffe ich schon. Und ich war wirklich geblufft von, wie viel sie sich trauen und wie viel sie angstlos einfach ja, sich fallen lassen in was möglich ist und sogar was unmöglich ist, wo sie sich wirklich auch deren Grenzen überschreiten. Eine Gruppe Schüler trägt einen Jungen mit Brille auf den Händen bis zu einer Kulisse. Sie gehen zurück zu den anderen Schülern und einigen Erwachsenen, die um die Bühne herum sitzen. Das Schild Französisches Zentrum hoch an einem Gebäude. Eine Decke mit verschiedenfarbigen Quadraten über einer großen Halle. Französisches Zentrum Berlin. Roberto Gandini, Regisseur. Mi chiamo Roberto Gandini, faccio il regista, sono di Roma, ho 62 anni. Il principio del mio laboratorio è che bisogna cercare il vaso mezzo pieno anziché il mezzo vuoto. Cioè, bisogna cercare cosa c'è e con quello che c'è io cerco di elaborare una strategia, una comunicazione artistica. Vai! In einer Turnhalle stehen etwa 20 Kinder in einem Halbkreis und halten eine Zeitung auf Kopfhöhe. Etwa 10 Schüler laufen von einem zum anderen und berühren die Zeitungen. Sie nehmen die Zeitungen ruckartig herunter. Die Schüler, die vorher liefen, ziehen sich misstrauisch in die Mitte zurück. Quindi ho usato lo stesso metro, ovviamente, in questa situazione. Ho cercato di capire quello che i ragazzi potevano fare e ho cercato di organizzare quello che potevano fare in un prodotto. Ovviamente si cerca di tenere sempre l'asticella un po' più alta, cioè un po' più alta, si chiede di più di quello che forse realmente potrebbero fare. Ma questo fa parte del gioco del teatro. Die Schüler sitzen in der Turnhalle verteilt und machen Geräusche mit ihren Mündern. Ein Mädchen mit einem langen Pferdeschwanz hält ein Klangspiel aus Metallrohren und geht langsam zwischen ihnen umher. Ein blonder Junge im Schneidersitz pfeift. Ein dunkelhaariger Junge bläst in seine Hände. Im Gehen nimmt das Mädchen das Klangspiel vorsichtig in die andere Hand. Idris verteilt Stäbe mit kleinen Schaumstoffkegeln an einige Kinder. Mustafa, dunkle Haare, nimmt den Stab. Er schlägt sich damit auf die Wange. Idris steht mit dem Klangspiel in der Mitte der Gruppe. Links von ihm singt ein blondes Mädchen und schwankt von einem Fuß auf den anderen.
Ihr Gegenüber gibt Mustafa den Takt mit dem Schlegel auf seiner Hand an. Si sta trovando anche con momenti di collaborazione, con momenti di contrasto, il vero modo. Però siccome questa qui è un'esperienza vera, io credo che anche questo porterà qualcosa di buono. Ah, ouais. Cette expérience nous a appris beaucoup de choses. On a beaucoup parlé avec différents élèves et ils étaient très accueillants avec nous. L'évolution entre les différents élèves, bah, quand t'es à Rome, on se connaissait pas trop, donc on se parlait pas trop. Et hier, à l'heure du dîner, on a beaucoup parlé avec eux parce qu'on se connaissait déjà un peu, donc on a approfondi les relations. Quand commence la musique, il faut parler fort. In der Turnhalle. Hey. Zwei Reihen stehen sich gegenüber und gestikulieren. Okay, stop, stop. Adesso vous. Eine Reihe geht mit großen, wütenden Gesten auf die andere zu. Gleiche Szene bei der Aufführung. Io adesso in questo momento la cosa che posso vedere rispetto all'evoluzione che i ragazzi hanno avuto è molto rispetto a quella degli italiani, perché li ho visti all'inizio. Poi li ho visti quando hanno incontrato i ragazzi a Roma, poi li vedrò quando, dopo Berlino. E per sapere cosa questa cosa, questa esperienza, quanto questa esperienza li cambia, io credo che dovremo aspettare dopo Parigi per capire realmente in quanto sono cambiati. È un processo in itinere. In einem Raum. Je vous redis les instructions du tout et on le fait. Quindi vi ridico le istruzioni per tutto e lo facciamo, lo rifacciamo. E on le fait comme sur scène. E lo facciamo come dopo in scena. Eine kleine Gruppe läuft zwischen am Boden sitzenden Kindern hindurch. In weißer Schrift, Bornholmer Schule. Die Schüler laufen, bücken sich, erheben sich, gehen langsam. Roberto und etwa 10 Erwachsene sitzen in einer Ecke des Raums. Idris spielt Querflöte. Alle Schüler versammeln sich in einer Ecke des Raumes und drängen sich zusammen. Sie schreiten langsam voran. Raffaele und Svenja, Bornholmer Schule, Berlin. Also wir hatten ja diesen Theaterworkshop und ich fand den ganzen Aufbau und neue Leute kennenzulernen und ja, das fand ich sehr cool und ich fand auch, dass es sehr witzig war, dann das alles aufzubauen. Für mich war der beste Moment auch beim Theaterworkshop. Auch man hat noch mehr Leute kennengelernt, die auch eine andere Sprache gesprochen haben. Und dann hat man Sachen zusammen gemacht und manchmal war es halt ein bisschen kompliziert mit den ganzen Sprachen übersetzen, aber dann war es auch lustig und man hat Sachen zusammen gemacht und Theater mag ich ja generell, also ja. Paris, Mai 2019. Wolken ziehen über die Seine. Im Hintergrund sieht man den Eiffelturm. Idriss Damien, Musiker. Donc je suis Idriss Damien, j'ai 39 ans et donc j'interviens au niveau de la musique sur le projet. Il y a eu tout un travail au niveau du corps, mais aussi au niveau des instruments et puis un travail au niveau de la réalisation d'une bande son. J'ai trouvé l'idée très excitante et stimulante d'avoir des nationalités qui allaient collaborer pour un final, en l'occurrence à la Sorbonne. Et puis travailler avec deux intervenants de qualité, à savoir le chorégraphe français mais qui vit à Berlin et le metteur en scène italien. C'est aussi très stimulant en tant qu'artiste. L'atelier, il a des bénéfices à différents niveaux. Moi, je travaille déjà sur la conscience corporelle, donc à travers des petits modules, des petits exercices à la fois ludiques et en même temps didactiques de percussion corporelle, donc type ça, ou voilà. Il y a aussi un travail sur toutes les sonorités du corps. Voilà, donc il y a tout un univers déjà, le corps déjà est musical. In einem Raum stampfen die Kinder mit den Füßen. Auf der Bühne am Tag der Aufführung. Mit gesenkten Köpfen halten sie ein Handy mit Kopfhörern in den Händen. Ein Junge stampft mit dem Fuß. Im Theatersaal mit Idris. Manche schütteln eine Rassel, andere klatschen in die Hände. In einer Turnhalle bläst ein Mädchen in ihre Hände. Après étant flûtiste, donc étant de la famille des soufflants, j'ai travaillé aussi sur les sonorités du souffle. Voilà, il y a aussi là un univers. Et puis il y a aussi un instrumentarium en fait qui est créé et qui va être utilisé ou non. Donc les bénéfices, ils sont déjà dans
L'exploration de chaque individu et du groupe aussi. La Grange aux Belles Schule. In einem Raum laufen Roberto und die Kinder durcheinander, manche schnell, andere langsam. Alle bleiben stehen. Sie machen Fäuste auf Schulterhöhe. Hinter ihnen haut ein Pianist auf sein Keyboard. Alle senken die Fäuste. Einige Kinder sitzen auf dem Boden, andere laufen umher. Flavia Cilotto, Französischlehrerin an der Falcone Borsellino Schule. Quindi organizzando scambi culturali, avevo già partecipato anche per la mia scuola come referente al progetto Comenius. Quindi quando mi è stato proposto di nuovo partecipare a un progetto europeo, Erasmus, per i miei alunni ho pensato che fosse un'occasione molto importante. E oltretutto era un bellissimo progetto, perché era anche sull'inclusione, quindi non solo il fattore linguistico, ma c'era un discorso ancora più allargato che ha una rilevanza notevole. Giulia. Il mio migliore ricordo è quello di aver viaggiato senza genitori e con gli amici per un progetto molto bello e unico. Paris. Die Kinder picknicken auf einer von Bäumen umringten Wiese. Ein Junge zieht sich bis zu den Schultern an einer Klimmzugstange hoch. An der Stange hängend spannt Severio die Arme an und lässt los. Weiter weg drückt sich ein Mädchen an zwei parallelen Stangen hoch. Ein anderes hält sich fest, drückt sich hoch und wirft die Beine nach vorne. In einem Raum sitzen die Kinder und einige Erwachsene auf Stühlen um Idris, Florian und eine braunhaarige Frau herum. Ces 82 jeunes interprètes, personnes que j'ai encore autour de moi, ont donné une leçon magnifique à tous les adultes qui ont vu ça, qui ont vécu ça. Vous nous avez montré ce que ça veut dire que de vivre ensemble, d'être à côté, d'être ouvert, de respecter et de prendre plaisir. Et ça, vraiment, que... Cette leçon, en tant qu'adulte, on a toujours besoin de la revoir. Mais que ça vienne de vous, c'est d'autant plus fort. In der Turnhalle reden drei Schüler miteinander. Einer steht, die zwei anderen sitzen. Drei Mädchen singen. Bah, allez, ouais, j'en veux écouter, ouais. Sechs Mädchen laufen und setzen sich. Etwa 15 Schüler schreiten dicht beisammen langsam voran. Drei Jungen heben einen Kameraden hoch und tragen ihn auf den Händen. Der Tag der Aufführung. Auf der dunklen Bühne schreiten die Schüler dicht gedrängt langsam voran und tragen ihren Kameraden auf den Händen. Sie setzen ihn auf dem Boden ab. Eine Kameradin wird hochgehoben und auf den Händen getragen. Sie sitzt mit ausgestreckten Beinen und ausgebreiteten Armen. Alle tragen Jeans und ein dunkelblaues T-Shirt mit der Aufschrift In Art auf dem Rücken. Ihre Gesichter und nackten Arme erscheinen im Licht roséfarben. Sie gehen von der Bühne in die Dunkelheit. Im Publikum filmen Zuschauer mit ihrem Handy. Das Licht geht langsam aus. Die beige Fassade der Kapelle der Sorbonne hinter einem Platz mit Wasserspielen und Bäumen. 9. Mai 2019. Eine kleine Gruppe geht einen langen Flur entlang. In einer Eingangshalle Kinder in Aufführungsoutfits. Zwei Mädchen mit Flechtzöpfen reden. Sie sehen in die Kamera. Ein dunkelhaariger Mann und ein blonder Junge unterhalten sich. Ein dunkelhäutiger Junge lächelt und dreht sich zu einem blonden Jungen mit getönter Brille um. Auf der dunklen Bühne stehen die Kinder regungslos vor dem Publikum. Bilder der Aufführung folgen. Ein Mädchen hält ein Klangspiel und die anderen folgen ihr. Einige Kinder gehen im Kreis und drehen große Quadrate und Kreise in verschiedenen Farben vor sich. Sie gehen in blauem Licht umher und führen die Zeitungsszene vor. Ein Mädchen singt. Um sie herum knien, strecken die anderen die Arme nach ihr aus. Ein Junge sagt einen Text auf. Ein anderes Mädchen singt. Eine Schülerin spielt Geige, ein anderes Horn und Idris Querflöte. Alle stehen auf der Bühne. Sie applaudieren mit dem Publikum. Florian, Idris und Roberto halten sich an den Händen. Sie gehen nach vorne, heben die Arme und verbeugen sich. Sie gehen zurück und breiten die Arme in Richtung Kulissen aus. Etwa 30 Erwachsene in Jeans und dunkelblauen T-Shirts kommen dazu und stellen sich händehaltend vor die Kinder. Alle lachen und heben die Arme als Siegespose. Ein paar Kinder geben den drei Lehrern eingerahmte Bilder. In weißen Großbuchstaben: Danke an alle. Die Erwachsenen applaudieren und verlassen die Bühne. Das Publikum steht.
Die Kinder sehen sich zögerlich an. Sie gehen nach vorne und verbeugen sich. Einige halten sich an den Händen. Andere applaudieren. Schwarzblende. Auf weißem Hintergrund erscheint die blaue Flagge mit gelben Sternen der Europäischen Union mit der Schrift mitfinanziert von dem Erasmus-Plus-Programm der Europäischen Union. Diverse Logos werden eingeblendet. Académie de Paris, La Sorbonne, Collège Modigliani, Collège Lagrange-Aubel, Bornholmer Schule, Centre Français de Berlin, Zäuneschule, Blindenschule Berlin, Teatro di Roma, USR Lazio, La Parelli-Schule Rom, Falcone und Borsellino-Schule, Agence Erasmus+, Deutsch-Französisches Jugendwerk. Diese Audiodeskription wurde Ihnen von Titra Film angeboten, geschrieben von Sophie Danger, übersetzt von Valérie Gressmühl, gesprochen von Jennifer Karen. Tonmischung von Olivier Saget.